So. Einen wunderschönen guten Abend. Die Hände gehen nach oben. Steht sie vor mir, sagt nur Hallo und macht mir längst vergessene Gefühle. Ist mir noch nie passiert und jetzt auch gleich tanzen tausende Moleküle in mir, total verliebt. Total verliebt. Titel zu einem Erfolg gemacht im Megapark auf Mallorca. Und ganz Deutschland singt zurzeit dieses Lied hier. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Herzlich willkommen live bei Bingo. Hier ist Superstar Nick. Viel Spaß! Einen österreichischen Hit präsentieren, der derzeit in Deutschland Karriere macht. Ein junger Sänger hat diesen Titel neu entdeckt und neu aufgenommen, obwohl ihm außerhalb seiner westfälischen Heimat bis heute eigentlich fast niemand kennt, hat er das geschafft, was normalerweise nur ganz, ganz große Stars schaffen. Er hat die internationalen Hitlisten der Charts erobert. Und ein bisschen erinnert dieses Phänomen an die Randfichten mit ihren derzeit ja schon legendären Holzmichl. Und auch die Randfichten hatten ihre erste bundesweite Fernsehpremiere hier bei uns im Winterfest. Heute steht er hinter der Bühne und er zittert seiner Premiere entgegen. Und wir hoffen und wünschen ihm natürlich, dass auch ihm das Winterfest Glück bringt. Ich sage toi, 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 Nick! Ich danke Gott dafür, dass er mir
Erinnerung an unser Leben möchte ich dir heute etwas geben. Ein Geschenk für alle Ewigkeit. Sieh mir noch einmal in die Augen, bevor du gehst. Sag mir nur einmal, dass du nicht mehr zu mir stehst. Sieh mir dabei in mein Gesicht. Wenn du das kannst, dann glaub auch ich, dass unsere Welt sich jetzt nicht mehr dreht. Oh Mann, was bin ich für ein blinder Idiot, ich habe weggerissen. Nach dem roten Pferd träumen jetzt zwei weiße Pferde von einer musikalischen Karriere. Und die Chancen dazu stehen gar nicht schlecht. Denn die beiden weißen Schimmel werden von einem Sänger besungen, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal bei uns zu Gast war. Anschließend eroberte er 36 Wochen die Charts und platzierte sich sogar in den Top 10. Und das bedeutet, seine CDs gehörten über ein halbes Jahr zu den 100 meistverkauften CDs bei uns. Sein Name besteht aus nur drei Buchstaben. N-I-C. Nick. Seine Geschichte handelt von den bereits erwähnten zwei weißen Pferden und sie beginnt mit einem jungen Mädchen. Dies ist die Geschichte von einem jungen Mädchen. Der Legende nach wurde es sein ganzes Leben lang im Schloss von Glenys Castle gefangen gehalten. Zwei weiße Pferde, so sanft und schön, wollen auf eine Reise gehen. Zwei weiße Pferde und in der Ferne hört sie die Stimme. Sie singt klagend durch jede Nacht und singt Lieder ein.